Hallo Leute, willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales 2. So, wie im letzten Part haben wir, im letzten langen Part haben wir ja mit Alistair geredet und er hat uns einen Tipp gegeben, wie wir fertig werden mit Timmy. Erzmagier Alistair meinte, mit einer Melodie könnte man vielleicht zu Timmy durchdringen. Ein Versuch ist es wert. Ach, er holt die Flöte selber. Ach du, was ist das denn jetzt? Hä? Oha. Keine Ahnung. Können wir hier auch drücken? Ne, ist also zuhalten, ne? Nee. Er hat zugehört, aber ihm scheint nicht gefallen zu haben, was er gehört hat. Es muss eine Melodie sein, die Timmy etwas bedeutet. Okay, also müssen wir eine Melodie rauskriegen. Reden wir mal mit Esther, weil Timmy war ja die ganze Zeit bei Esther in der Tasche. Esther? Vielleicht ja? Hat sie da irgendwie was. Es gibt da doch diese Melodie, die Timmy gerne pfeift. Ja, seine Mutter hat ihm die Melodie immer vorgesungen, wenn er nicht einschlafen konnte. Ich habe dasselbe gemacht, wenn ihn Albträume gequält haben. Wie geht die Melodie? So. Was heißt denn jetzt? Wie ging Timmys Melodie noch? Fängt ganz unten an, dann geht's hoch. Dann geht's immer so steil ab. Danke. Okay. Ich konnte Erzmagier Alistairs Geist beschwören. Er ist tatsächlich nur noch das. Ein Geist. Du meinst, er ist tot? Er wurde von Prinzessin Ivo zurückverwandelt. Doch dann... Ich weiß auch nicht genau, was passiert ist. Ich kannte ihn nicht persönlich. Aber von allem, was man so hört, war er ein verdammt heller Kopf. Und er hatte ein großes Herz. Eine seltene Kombination. Außerdem hatte er den schrägsten Humor, den ich jemals bei einem Magier beobachtet habe. Naja, so viele kanntest du auch nicht. Er hat einmal steif und fest behauptet, er hätte in seiner Jugend einem Haufen Ottern eine Musical-Nummer beigebracht. Das hätte ich gern gesehen. Ich auch. Okay. Bis später. Schauen wir nochmal. Wie wir jetzt die Nummer da hinkriegen. Okay. Solange er sie. Ah, nee, okay, wir müssen die Flöte dann nehmen. Erzmagier. So. Also, die Punkte werden sicherlich was zu bedeuten haben. Es hat ganz unten angefangen. Der nächste ging ganz nach oben und dann ging es mal steil abwärts. Ich habe jetzt natürlich die Punkte nicht gezählt. Vielleicht sind da die Punkte die Löcher. Nochmal. Es ging. Ja, ging ganz unten los. Dann war ein ganz hoher Punkt. Ja, okay, wenn das jetzt, sag ich mal, so hoch geht, wäre das dann der höchste. Dann ging das steil abwärts. Na? Das ist ja es. Cool. Cool, okay, fetz. Erinnerst du dich, Timmy? Diese Melodie hat dir deine Mutter vorgesungen, wenn du nicht einschlafen konntest. Erinnere dich daran. Konzentrier dich. Denk an das Gute und Freundliche, nicht an den Hass. Du bist kein Monster. Du bist eine kleine Ratte und du wirst geliebt. Oh, Timmy ist ja da. Es tut mir leid. Dir muss nichts leid tun. Nichts passiert. Ich wollte das nicht. Hab ich jemandem wehgetan? Nein. Ich glaube, du bist ein ziemlich schlechter Werwolf. Ha! Hi! Ach, ich liebe Timmy. Ah, da genau. Ich glaube, ich weiß, wo der alte Hexenmeister von Buren das Buch versteckt hat, in dem steht, wie man meinen Zauberstab zerstören kann.
Um ranzukommen, muss ich aber wissen, was öffnen in der Sprache der Ratten heißt. Öffnen? Ja, aber in der Sprache der Ratten. Öffnen? Ist dir noch nie aufgefallen, dass wir uns unterhalten können? Die Sprache der Ratten ist genau wie unsere Sprache? Nein, eure Sprache ist wie unsere. Oh, weil. Ratten leben schon so lange Tür an Tür mit den großen Leuten. Da habt ihr euch wohl das eine oder andere abgeguckt. Wie dem auch sei. Geil. Das Losungswort lautet öffnen. Das reicht mir. Ja, mir eigentlich auch. Warum hast du mir denn nicht früher von dem Fluch erzählt? Ich wusste nicht wie. Und ich hatte Angst, dass du dich dann vor mir fürchten würdest. Niemals. Die meisten haben Angst vor Werwölfen. Und das aus gutem Grund. Wir können uns nicht beherrschen, weißt du? Wir merken nicht, wenn wir Böses tun. Aber man kann lernen, den Fluch besser zu beherrschen, hat Erzmagier Alistair gesagt. Der Erzmagier? Geht es ihm gut? Nein. Lass uns morgen darüber sprechen. Für heute hattest du genug Abenteuer, denke ich. Okay. Munkus hat mich zum zweiten Mal reingelegt, Timmy. Er ist im Tempel in die Rolle deines Onkels geschlüpft und hat mich hierher geschickt. Dann ist Onkel Remy vielleicht noch am Leben? Ja, mit Sicherheit. Er ist verschwunden, aber nach allem, was wir wissen, könnte er noch am Leben sein. Das ist er bestimmt. Onkel Remy lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Wir müssen ihn suchen. Das werden wir, sobald ich das Buch besorgt habe. Aber wenn Munkus das Buch haben will, ist es bestimmt böse. Ja. Das ist es. Und in den falschen Händen kann es das Ende der Welt heraufbeschwören. Deswegen müssen wir es in die Finger kriegen und sicher verwahren. Und danach suchen wir Onkel Remy. Abgemacht. Abgemacht. Und da ist noch was, das Letzte. Ich habe das hier gefunden. Musst du verloren haben. Mein Halstuch. Oh, wie das gesagt hat. Das ist der Timmy Dumas, den ich kenne. Wollen wir gehen? Du musst doch todmüde sein. Kann ich mich wieder unter deiner Mütze verstecken? Der Mond scheint so hell. Wir haben keine Mütze auf. Ja, solange du willst. So, okay, dann gehen wir gleich mal ins zum Schloss. Zack, gleich mal zu der Truhe. Und da. Öffnen. Klack. Das war das letzte Siegel. Uiuiui, jetzt wird spannend, Leute, jetzt wird spannend. Und wir kriegen es nicht auf. Doch. Das ist es. Hä? Oh. Das hier ist nicht der richtige Ort, um solch ein Buch zu lesen. Ich gehe zu meinen Freunden, ans helle und warme Feuer. Und schmeiß das Buch gleich rein, ja? Das ist also dein Plan? Ziemlich riskant. Ich weiß, aber selbst wenn ich das Buch zerstöre, findet Munkus früher oder später eine andere Abschrift. Wir müssen die Maschine im Tempel und den Zauberstab zerstören, wenn wir jemals sicher sein wollen. Und hiermit locken wir ihn an. Oh, das ist riskant. Passt gut auf euch auf, ihr drei. Vielen Dank für eure Hilfe. Wir haben dir zu danken, Wilbur. Du hast uns geholfen, als niemand anderes uns beachtet hat. Und du hast andere dazu gebracht, uns zu helfen. Wenn wir das nächste Mal jemand sehen, der Hilfe braucht, werden wir ihm helfen und werden sagen, das verdankst du Wilbur. Oh, wie süß. Die Hilfe allein reicht, denke ich. Was werdet ihr tun, wenn Timmy und ich aufgebrochen sind? Der Bürgermeister war hier. Hat einige Zeit gedauert, bis er sich näher als 10 Schritte an uns herangewagt hat. Aber ich glaube, er fasst langsam Vertrauen. Er meint, im Dorf würde ein Handwerker gebraucht werden. Und er hätte von dir gehört, dass Nate und ich so ziemlich alles reparieren können. Das klingt großartig. Ihr könntet sogar die Werkstatt des Handwerkers übernehmen. Es ist niemand mehr da, der euch das Haus streitig machen würde. Wir gehen runter, sobald ihr weg seid. Der Bürgermeister hat uns auf ein Glas Wasser eingeladen. Ui. Bestimmt Weihwasser, um auf Nummer sicher zu gehen. Den Test werden wir schon bestehen. Oh mein Gott. Ich bin nicht sehr gut in Abschieden.
Nee, Abschied ist etwas Fürchterliches. Sag auf Wiedersehen, nicht Lebewohl. Und halte dich daran. Ich werd's versuchen. Pass auf dich auf. Und pass auf Timmy auf. Klar. Das werde ich. Ich glaube, der Plan ist gut und wir haben genug Zeit, um zu trainieren. Oh. Timmy und ich werden... Wilbur! Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh, Chantal ist auch schon da. Munkus, ich werde... Da stehen bleiben und nichts tun. Oder willst du, dass den beiden etwas Schlimmes passiert? Ivo und das Vieh. Vieh! Du musst ihn aufhalten, Wilbur. Wie? Oh Gott. Wie sein... Das arme Kind. Lass Ivo und Vieh auf der Stelle frei, sonst... Sonst? Du hast nichts, womit du mir drohen kannst, Wetterquarz. Der Fellhaufen und die Dicke haben ja oben in der Stadt einen würdigen Kampf geliefert. Dicke, ey. Aber letztlich hatten sie keine Chance gegen meine Magie. Genauso wenig wie du. Das wollen wir mal noch sehen. Chantal, zeig dieser Kröte, wozu dein Zauberstab fähig ist. Es funktioniert nicht. Wie der kleine Engel feststellen musste, als ich ihn geholt und seine Mutter ins Reich der Träume geschickt habe. Was glaubst du, warum ich nicht selber in den Düsterwald gefahren bin, um das Buch zu holen, hä? Ich hatte Wichtigeres zu tun. Es waren drei Van Buren-Brüder. Ja. Der eine schuf diesen erstaunlichen Zauberstab dort drüben, den mächtigsten, den es gibt. Der zweite schuf das Buch, in dem steht, wie man mit ihm Tore zwischen den Wänden öffnen kann. Die Heiligtümer des Todes oder was? Also so ähnlich? Doch der dritte Bruder, der klügste von allen, traute seinen machthungrigen Geschwistern nicht. Er schuf einen Ring, der ihn vor der Magie seiner Brüder schützte und der auch heute noch gute Dienste leistet. Klingt so ein bisschen wie die Heiligtümer des Todes. Oh Mann. Nein, Munkus, gehört einfach auf, böse zu sein. Dann habe ich das Buch ganz umsonst geholt? Oh nein! Du hast meiner Sache damit einen großen Gefallen getan, Wilbur. Ich wusste, dass du das Buch besorgen würdest, wenn ich dich nur richtig motiviere. Der Widerstand braucht einen Anführer. Und ich kenne keinen größeren Kämpfer für das Gute als dich. Oh, ich kann den Bengel nicht leiden. Kommt dir das bekannt vor? Nee. Du gemeines Scheusal. Danke. Das Buch. Leg es auf das Pult. Wenn wir es einfach da runterschmeißen? Auf keinen Fall. Wir beide wissen, dass du es letztlich tun wirst, um deine Freunde zu retten. Nein, Wilbur. Tu es nicht. Das Vieh, wie das ausschaut. Nicht! Das Buch! Sofort! Wilbur! Und deswegen wird am Ende das Böse immer triumphieren. Ihr Gutwesen seid zu mitfühlend. Du tritt zurück. Du fang an zu lesen. Ich kann doch nicht lesen. Es kann doch nicht gut lesen. Das sag ich doch. Naturis maximalis aeternalis. Du musst ihn aufhalten, Wilbur. Egal, was es kostet. Ich weiß. Ich habe einen Plan. Und der wäre? Doc nie. Ja, dauert mir einfach zu lange, dieses Lesen. Ich hasse sowas. Sorry, Leute. Jetzt haben wir hier Mondlicht. Der Spiegel wirft immer noch einen gebündelten Strahl Mondlicht auf den Boden. Genau wie ich gedacht habe. Können wir damit was machen? Wir haben ja eigentlich nichts. Sage einmal, Munkus. Was hast du eigentlich mit Remy gemacht? Ah, stimmt. Der Geist hatte ihn verletzt.
Danach war es ein leichtes, ihm einen kleinen magischen Stups über den Rand des Abgrunds zu geben. Warum fragst du? Möchtest du ihm seinen Hut zurückgeben? Nein, ich dachte nur, Timmy sollte das aus deinem Mund hören. Ach, Mund, ja. Macht dich das nicht jetzt ziemlich wütend, Timmy? Sehr geil. Gib mir das Buch. Der Zauber fetzt. Aber er hat gesiegt. Nein! Das war's? Das war dein Plan? Boah, hör auf zu lachen, Munkus. Du wolltest einen Hexenmeister mit Muskelkraft besiegen? Du, lies weiter! Hä? Was bleibt einem schon übrig? Sag, sorry, wenn ich wegklicke, aber sowas, ich kann sowas nicht leiden. Aperuero. Nein! Ach, er hat ein anderes Blatt reingeklebt, oder wie? Oh, Wilbur. Wilbur. Der lasche Öffnen-Zauber? Du hast mich mit einem Kinderzauber reingelegt? Ich wusste, ich musste dich nur lang genug von Chantal und der Maschine ablenken. Und außerdem hat doch funktioniert. Oh, wei. Wie ist der Zauber ins Buch gekommen? Ich habe mich ein wenig mit Buchbinderei beschäftigt. Du nicht? Ich werde dich. Oh. Okay. Hier machen wir im nächsten Part weiter mit dieser schönen Maschine. Ich mach mal lieber mal Pause, bevor der da irgendwas macht. Ja. Oh, man kann sogar einen speichern. Ach du Kacke. Na okay, dann muss ich jetzt weiterspielen. Trotzdem ist erstmal Schluss für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, belohnt mich auch ruhig mit einem Daumen nach oben. Und schaltet beim nächsten Part auch wieder ein. Bis dahin, macht's gut.